Heute bist du hier und morgen bist du bei einer Preisverleihung, nämlich dem 59. Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilme. Aber es ist nicht so, dass du einen Preis bekommst, sondern du hast einen Preis gestiftet, der über viele Jahre ganz selbstverständlich da war. Ja? Und auf einmal hörst du im Radio, ich weiß gar nicht, irgendwie hast du mitbekommen. Ich war auf der Fahrt nach Berlin im Auto und habe gehört, bei MDR Kultur, so heißt es ja jetzt, nicht mehr Figaro. Und stimmt, da haben die gesagt, also dieses Jahr kann der Preis von der Stiftung Friedliche Revolution nicht vergeben werden aus Geldmangel. Zum Thema Menschenrechte und der Demokratiepreis. Ja. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja furchtbar, das darf nicht sein, da muss jemand dran. Und dann habe ich so ganz kurz gedacht, wieso machst du es nicht? Ja, und dann habe ich aus dem Bauch entschieden, habe dort angerufen und man hat willig die Geldwertenmittel in Empfang genommen. Und man hat auch willig danach in der Presse verkündet. Man hat auch willig danach in der Presse verkündet, dass es ihnen gelungen sei, das Geld, also jemanden zu finden. Weil es war schon, glaube ich, ein heiliger Zorn, der sich da in dir breit gemacht hat. Ich war bestürzt. Wir reden um 5.000 Euro, die du aus der mal eben wirklich aus dem Stand gesagt hast, bezahlt. Ja, es heißt aber auch, tue Gutes und halt deinen Mund und nicht tue Gutes und sprich darüber. Ich danke auch meinen Zuschauern, denn von denen lebe ich ja, die mir sozusagen auch ermöglicht haben, dass ich die 5.000 Euro weiterreichen konnte. Letzten Endes ist es ja nichts weiter. Ja? So. Ja. Toll. Mir ging durch den Kopf, als ich das hörte, wenn das Wunder der friedlichen Revolution, die wir hier, und es ist für mich immer noch ein Wunder, auch nach 27 Jahren, heute am 4. November, wenn das dieses Wunder nicht mehr ausgepreist werden kann, dann bin ich deshalb bestürzt und ich dachte, wir müssen die irgendwer in irgendeiner Art und Weise auch beschämen. Weil ich wünsche mir auch, dass die nächste Revolution friedlich abläuft. Mhm. Ja. Wirst du da eine Rede morgen? Ja. Wie ist denn das? Wirst du dich da jetzt mehr im Hintergrund morgen aufhalten oder wirst du eine Rede halten? Wie wird denn das sein morgen? Also ich natürlich in dem Moment, wo man stiftet, gehe ich nicht stiften, sondern erweise natürlich die Referenz und bin dann da und ich weiß auch nicht, wer gewinnt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Hauptsache es ist, und müssen wir auch mal sagen, Dokumentarfilmer. Die leben fast davon. Ja. Und wie gesagt, es geht darum, dass dieses Wunder erhalten bleibt und jeder soll sich an die Nase fassen, wie das überhaupt sein konnte, dass man Demokratiepreis vergisst. Ich meine, für einen Kabarettisten, Herr Kaminer, ist das doch eine Steilvorlage, oder? Im Grunde genommen ja, ist aber auch traurig zugleich. Also bitter, furchtbar, da weiß man ja, wie es um die Demokratie hier bestellt ist.